Hey Leute, der Sturm geht weiter. Im Zuge seiner Wahlkampagne für den Gemeinderat will Max einen leerstehenden Stall umbauen lassen, um dort Wohn- und Arbeitsraum für Künstler zu schaffen. Als Christoph, der auf der Suche nach einem Programm-Highlight für das Frühlingsfest ist, von Max' Idee erfährt und Gefallen daran findet, präsentiert er diese den anderen Anteilseignern als seinen eigenen Vorschlag. Leon droht vor Paul und Gary aufzufliegen, kann sich aber gerade noch herausreden. Nachdem Caroline Michaels Schlüssel an sich gebracht hat und die Medikamente stehlen will, kommt plötzlich Michael mit seiner Patientin rein. Caroline möchte ihm seinen Schlüssel daraufhin unauffällig zurückgeben und legt ihn deshalb in einen Beutel auf Michaels Behandlungsstuhl, ohne zu ahnen, dass die Patientin den Beutel mit nach Hause nehmen wird. Max schlägt Robert seine Idee vor, daraufhin erfährt er von ihm schockiert, dass Christoph seine Idee schon für sich zunutze gemacht hat. Als die Patientin Michael den Schlüssel zurückgibt, ist dieser verunsichert und will das Verhalten melden, doch es kommt ihm jemand dazwischen. Obwohl Josie nach Leons spontanem Liebesgeständnis verunsichert ist, gibt sie ihm eine Chance und die beiden verabreden sich für eine Wanderung. Dabei nimmt sich Leon vor, Josie endlich die Wahrheit über sich zu erzählen. Doch als diese ihm von ihrer vorangegangenen Beziehung erzählt, die wegen Lügen und eines Vertrauensbruchs zu Ende ging, ist Leon verunsichert und befürchtet, dass er bei Josie keine Chance mehr hat. Caroline verhindert Michaels Anruf und gesteht ihm, dass sie den Schlüssel gestohlen hat. Daraufhin ist Michael schockiert. Max stellt Christoph zur Rede, daraufhin macht dieser ihm ein Angebot. Leon will Josie gerade die Wahrheit über sich sagen, als Erik ihm zuvorkommt. Als Josie erfährt, wer Leon wirklich ist, verschlägt es ihr schockiert die Sprache. Werde Kanalmitglied und erhalte viele Vorteile, mehr Infos oben oder unten in der Videobeschreibung. Die Angebote werden in den nächsten Wochen massiv gesteigert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.